Heute geht's nahtlos weiter mit der ehemals zweiten Hälfte aus dem dritten Teil der Trilogie, die jetzt eine Quadrologie ist und die zweite Hälfte jetzt ein eigener letzter Teil wird. Bleibt einfach dran. Hi Leute, schön, dass ihr mit dabei seid. Jetzt hab ich's wieder. Wir machen natürlich weiter mit der Kolorierung und Alterung der Bühne meiner Drehscheibe. Und wir fangen genau da an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Also, viel Spaß. Ja, und damit können wir jetzt endlich die Drehbühne in Angriff nehmen. Ja, heute ist schon spät geworden. Dunkel ist es draußen bereits. Aber ich möchte noch ein paar Handgriffe machen, noch ein kleines Stückchen vorankommen. Und dann dachte ich mir, ich würde gern mit den Holzbohlen hier anfangen, also mit den Holzstegen anfangen. Ja, schaut mal hier, da müssen wir ja so ein bisschen eingreifen. Ich kann ja kaum direkt drauf altern, weil das Holz sieht ja nagelneu aus. Schön scharfkantig, wie frisch verlegt. Und das geht ja nicht. Da müssen wir, glaube ich, so ein bisschen dran rumpitzeln. Und das so ein bisschen, ein bisschen verrotteter aussehen. Etwas zumindest. So an den Ecken muss irgendwie so ausgefranst sein. Und vielleicht werde ich auch hier diese eingeleserten Trennungen da mal richtig bearbeiten. Dass das wirklich aussieht, als wenn es einzelne Bohlen wären. So, dann habe ich hier wieder so ein paar Folterinstrumente bereitgelegt und ich nehme meine 20 cm Bastelbrille für volle Schärfe, für kleine Laufstege. So, und die Brücke, das habe ich schon mal abgemacht hier. Da nichts beschädigen. Ja, und jetzt gucken wir mal. Also ich glaube, ich fange mal an. Die Enden, die müssen so ein bisschen ausgefranster aussehen auf jeden Fall. So ein bisschen Zeit nehmen dafür und nicht zu schnell machen. Und das Tool geht gut, das spitzt mit dieser Spitze, also hier so richtig hakt das rein ins Holz, dann kann man so ziehen. Da hat man das Gefühl, dass ein bisschen was abhebt hier. Das gefällt mir, das werde ich glaube ich auf den ganzen Brettern machen, das macht ein bisschen Arbeit. Aber das raut echt die Oberfläche so ein bisschen auf. Bringt dann solche Riefen rein, also verspreche ich mir davon zumindest. Also das geht wirklich gut. Ich nehme erst hier so diesen Stichling hier, weil der hat dann eine ziemlich breite Spitze, sage ich mal, und der geht in das weiche Holz. Ups, das daneben gerutscht auch, passiert auch mal. Das macht aber nichts. Vorsichtig hier langfahren und dabei drücken. Und dann macht er sozusagen, der drückt sich ins Holz rein und macht diesen Ritz ziemlich breit, weil halt die Spitze hier eine ziemlich breite Spitze ist, sage ich mal. So. Dadurch macht er aber wirklich so eine schöne Trennung zwischen diese Abschnitte, was dann wirklich aussieht wie eine eigene Holzbohle. Also es fühlt sich gut an.
wie man hier das so reindrückt. Das geht ganz gut hier in das Holz. Gehe ich hier mehrfach lang. Ich mache immer jeden Abschnitt hier einzeln. So, jetzt haben wir das also oben auf, also verbreitert, diesen Ritz. Und jetzt gehe ich mit dem, eben mit diesem Werkzeug hier lang und jetzt kratze ich in dieser Rille noch raus. Und da merkt man richtig hier, seht ihr das vielleicht, wie es hier so Span hier raushobelt. Also jetzt vertiefe ich diesen oben breiten Ritz noch in die Tiefe, also in der Tiefe. Merkt man richtig, wie was rausgekratzt wird hier. Das fühlt sich richtig gut an. Man arbeitet hier an dem Material. Aber mal schief macht auch nichts. Wenn man mal abrutscht, dann ist es halt eine Riefe im Holz drin. Sowas soll ja vorkommen. So, dann schnitzen wir so ein bisschen rum. Dürfen ja keine scharfen Kanten haben, die Bretter. Das muss doch schon ein bisschen abgewetzt sein über die Jahre und sich abgerundet haben. So, das mache ich hier an der Außenseite natürlich auch. Sicher so Stückchen, Schräghobel. Hier an die Enden der Balken kommt man schlecht dran, weil hier das Geländer schon ist. Bin ich schon ein paar Mal, habe ich so dagegen gedrückt hier beim Arbeiten. Nicht, dass ich wieder was abbreche. Das wäre ja der Hammer. So, jetzt versuchen wir hier auch zwischen den Brettern die Bohlen so ein bisschen auszufranzen. Nehme ich hier mit dem Zahnarztwerkzeug schön rumkratze. Und auch so ein paar Riefen noch hier reinziehe über die Länge. Ein paar tiefere. So, jetzt habe ich schon eine ganz schöne Menge hier rumgebitzelt. Mir fallen jetzt bald die Hände ab. Schöne Riefen reingemacht ins Holz. Und die Bretter betont. So, schleifen wir jetzt noch ein bisschen ab. So, und jetzt vertiefe ich, wie gesagt, nochmal die Lücken zwischen den Holzplanken. So. Jetzt machen wir den ersten Farbanstrich hier auf die Holzbohlen. Ich habe mir jetzt eine Farbe rausgesucht, ein bisschen geschaut in meinem Repertoire und habe hier ein Schokoladenbraun rausgesucht von Vallejo. Das wird dann ziemlich dunkles Holz. Schwärzlich wird es dann werden, weil es muss man sich ja vorstellen, da ist Öl drauf, da ist also Dreck, Kohlenstaub. Das ist also ganz dunkel. Aber trotzdem will ich erstmal mit dem ersten Anstrich braun anfangen. Da habe ich mir ziemlich dünn. Also ist ein bisschen mehr, ein bisschen dicker als ein Wash, würde ich sagen. Aber jetzt einfach mal so angerührt. Und jetzt gehen wir natürlich hier ins blanke Holz rein. Das wird also aufsaugen wie verrückt. Aber dann werde ich gleich mit dem Föhn nachhelfen, dass es schnell trocknet und jetzt nicht dann so lange hier rumweicht in diesem Holz. In diesem dünnen. So, bin ich mal gespannt. So, als erster Anstrich.
So, das habe ich jetzt noch ein zweites Mal wiederholt. Und sieht es jetzt so aus. Ein schöner Holzton, fast wie Teak. Aber so kann es ja nicht bleiben. Das muss ja schwärzlich werden. Hier könnt ihr mal so sehen, hier sind so etliche helle Stellen, wo es die Farbe nicht angenommen hat. Das ist genau die Seite, die mir ja weggebrochen war, wo ich mit ganz viel Sekundenkleber alles wieder gerettet habe. Und das sind einfach hier Klebereste, die hier oben da sind. Und da wird die Farbe nicht so angenommen. Aber das wird eh noch alles dunkel. Ich nehme jetzt hier die Farbe, die ich da noch habe, und mische da jetzt ein German Sea Black Brown hinein. Das war jetzt mal noch eine Stufe dunkler werden. So sieht noch zu schön aus, noch zu leuchtend das Braun. Da muss ja noch schwarz drüber. So, ich habe jetzt nach dem Trocknen von dem dritten braunen, schwarzbraunen Anstrich, finde ich von der Helligkeit ganz okay schon. Und ich muss sagen, das ist auch jetzt so in der Natur, Natura nicht so leuchtend braun aussieht, wie jetzt hier gerade ich auf dem kleinen Display von der Kamera vermute, dass es aussieht. So, also es wirkt schon deutlich schwarzbrauner bei mir in echt. Und ich habe jetzt noch die ganzen Rillen nachgezogen mit dem Feinliner-Bleistift. 0,7 mm. Und da gibt es so einen leichten Glanz da drin, so einen leichten schwarzen Glanz von Kohlenstoff. Es ist ja von der Bleistiftmine. Und ich stelle mir aber auch so diese öligen Flecken, Kohlenstaub gemischt, Öl, dann sehen die Holzplanken ja auch so aus, so leicht glänzend. Und ja, finde ich die Striche schon mal ganz gut, die Lücken. Es wirkt sogar durch den Glanz, als wenn das quasi, als wenn man sehen könnte, ah, man kann zwischen den Holzbohlen nach unten durchschauen. So ein bisschen. Ja, jetzt werde ich mal nicht noch ein schwarzes Wasch drauf machen oder so. Wie gesagt, das wird so nicht funktionieren, glaube ich. Ich werde jetzt mal hier mit einem Grau granieren. Weiß wäre mir auch zu viel, glaube ich. Mehr mit einem Grau granieren, gucken, was aus Struktur noch rauskommt. Und am Ende kommt dann noch ein bisschen schwarzes Pulver drauf. So, und dann schauen wir mal, was wir noch machen können. Oder ein paar glänzliche Flecken, dann ganz zum Schluss. Aber jetzt gucken wir erstmal. Zum Granieren habe ich jetzt wieder das Weiß und dann mische ich einfach ein bisschen von diesem Schwarzbraun da rein. Und dann gucken wir mal. Ein bisschen mehr sein. So, und dann machen wir einen ganz kleinen Bläschen, ein Bläschen. So. Gucken wir mal, wie das sich auswirkt. Weiß ich jetzt auch gerade nicht. Vom Hartenpinsel, ich glaube, den nehmen wir hier. Ein bisschen heller können sein. So. Jetzt aber schön abstreifen hier. Ups. Können wir schon ran. So, bin ich mal gespannt.
trainiere das jetzt so über im 90-Grad-Winkel zu den Bohlen, weil ich gerade gemerkt habe, wenn ich es längs mache, dann kommt irgendwie, setzt sich das so nicht, also setzt sich so in die Riefen rein und es soll ja so hängen bleiben, also setzt sich nicht in den Riefen rein. Ein bisschen. Es verliert den schönen Braunton und wird so ein bisschen gräulich, aber ist ja gar nicht schlecht. Ich gehe dann eh mit schwarzem Farbpulver noch drauf und mal gucken, wie das sich dann entwickelt. So sieht es jetzt aus. Mit der hellgrauen Granierung drauf, gar nicht so schlecht, aber es fehlt eben noch jetzt dieses kohlige, das staubige und das machen wir jetzt noch, fügen wir jetzt noch hinzu im letzten Arbeitsschritt und dann nehme ich wieder das Pulver von Vallejo, das Pigmentpulver Natural Iron Oxide. So und dann glaube ich, ist es perfekt. Also perfekt für mich jetzt. Lässt sich jetzt hier gut in das Holz einreiben, dass es ein bisschen rau ist. Dieses Schwärzliche jetzt noch dazu und das braucht es einfach. Das kann ja nicht an der Drehbühne nach einem schönen Holzton aussehen. Das ist ja versetzt mit den ganzen Partikeln von den Dampfloks, von dem Öl. Und so sieht es jetzt aus. So, heute Abend nur was Kleines. Ich würde sagen, ich kümmere mich jetzt mal hier um das Schienenbrettchen. Zuallererst mit Spiritus ein bisschen entfetten die Gleise. Und dann kommt wieder der Schnellpolierer drauf. Die Idee mit dem Schnellpolierer habe ich hier von KM1. Die haben da so ein YouTube-Filmchen laufen, bei dem einer die Gleise von KM1, die Nullgleise, behandelt und das mit dem Schnellpolierer macht, eben mit diesem hier. Kochen das vor allen Dingen, damit nicht so lange Feuchtigkeit auf die Holzteile einwirkt, auch wenn da ein Anstrich drauf ist. So, das denke ich mir, dass es nicht schaden kann, gleich wieder zu trocknen. Für den Anstrich nehme ich das Dunkelgrau.
das ich jetzt schon ein paar Mal als Wash eingesetzt habe. Das nehme ich jetzt als vollen Anstrich, denn die Schienenplatte hier in echt, wie nennt man das, die Gleisplatte, die ist ja dunkel. Die ist ja von Dreck, Kohlenstaub, Öl, Feuchtigkeit verklebt. Die muss ja ganz dunkel sein. Also eigentlich schwarz, aber ich möchte kein Schwarz nehmen. Jetzt erstmal, ich nehme Dunkelgrau, weil ich will dann vielleicht noch was mit Wasch drauf machen oder mit schwarzem Pulver noch. Und ja, dass man das noch ein bisschen was sieht, dass was noch Dunkleres drauf ist. Ich habe jetzt noch das German Sea Black Brown genommen und mache da so eine leichte Granierung drauf in der Mitte. Also das ist, ich habe einfach was gesucht. Die Fläche ist jetzt schön, aber eben sehr homogen. So, und die soll irgendwie noch einen Ton drauf haben. Ich glaube, das kann man hier jetzt schon sehen. Ich bin jetzt einfach so ganz sanft, also wie beim Granieren. Vielleicht ein ganz klein wenig mehr Farbe. Bin ich jetzt hier so einfach in der Mitte drüber gegangen und da hat man so einen leichten Schimmer jetzt da in der Mitte, dass es halt eben nicht mehr ganz homogen dunkelgrau ist. Darauf kommt es mir an. Und das mache ich gerade noch hier. Da einfach so drüber gehe, kriegt sogar so einen leichten Glanz, aber wahrscheinlich geht das dann weg, wenn es durchgetrocknet ist. Man sieht einfach, da ist noch eine andere Farbe drauf. Vielleicht ist es Maschinenöl. Ist leicht bräunlich, aber fast schwarz. Ob ich weiß nicht, ob man das in der Beleuchtung sehen kann, aber ich glaube doch, so ein bisschen scheine ich das zu erahnen auf dem kleinen Display von der Kamera. Ja. So genial sieht das jetzt aus. Also mir gefällt das super. Ich habe noch hier das bis zu den Enden schwarz gestrichen, an beiden Seiten. Und was machen wir jetzt mit dem Grau? Ich habe gedacht, ich könnte hier den grauen Grundanstrich gleich lassen als Farbe für die Drehbühne. Eigentlich passt es ja ganz gut zusammen und es ist ein ganz passender Farbton für eine Stahlkonstruktion. Und die Farbe, die ich hier benutzt habe, ist ja auch ein echter Haftgrund für Metall. Aber je länger ich gucke, desto mehr denke ich, dass die Drehbühne noch ein bisschen Farbe vertragen könnte. Und damit meine ich eben nicht irgendeinen Grauton, sondern wirklich eine Farbe, einen Farbton. Und was habe ich hier an Farbe außer Grau und Dunkelgrau und Schwarz und hier so ein Holzbraun und Betongrau? Ich habe hier die Ziegelwand, die ja rötlich schimmert, die ja jetzt schon sehr schmutzig ist, aber immerhin noch rötlich durchschimmert. Und im Farbkreis, Farbenlehre, gegenüber dem Rot steht im Farbkreis das Grün. Und Farben, die sich im Farbkreis gegenüberstehen, nennt man komplementär, auch Schulmeister Schatzschneider. Und die passen zusammen. Also die harmonieren zusammen, Rot und Grün. Und da fiel mir ein, dass doch in Werkstätten und Fabriken, vielleicht ist es heute auch noch so, Maschinen immer so einen bestimmten Grünton hatten. Und da dachte ich mir, das könnte doch ganz gut harmonieren. Und da habe ich mal in Google recherchiert und habe mal eingegeben Maschinengrün und da kam auch schon Treffer. In Foren zum Beispiel, warum sind Maschinen immer in diesem einen Grünton lackiert? Und da konnte ich erfahren,
dass das schon ganz lange, also im letzten Anfang des letzten Jahrhunderts, der Farbton RAL 6011 Reseda Grün sich mal zum quasi Standard entwickelt hat, dass Firmen ihre Maschinen so lackiert haben, egal von welchem Fabrikat, von welcher Marke die Maschine war. Und die kann man immer noch kaufen, diesen Farbton. Habe ich sogar gefunden im Modellbaubereich von AK, Reseda Grün RAL 6011. Das ist die AK 11311, Artikelnummer. Und so streiche ich jetzt meine Drehbühne an. Moin, moin. Herrliches Wetter heute. Sonne, warm in der Sonne. Ich muss unbedingt raus. Aber so ein bisschen möchte ich jetzt noch im Keller auch zugange sein und weitermachen. Jetzt so, wo es nicht mehr so weit ist bis zum Schluss. Ich habe schön gelüftet hier. Und mal schauen, wie lange ich es aushalte heute hier unten. Ein bisschen Mehrfarbigkeit ans Gerät gebracht. Das trägt auch zum Detailreichtum bei, weil es wirkt alles gleich viel filigraner und detailreicher, wenn auch mehrere Farben verarbeitet sind an so einem kleinen Stück. Und den Schlauch hier, der ja also mit einem Litzenkabel hier erstellt wurde, der hat ja schön schwarz geglänzt. Das geht ja auch nicht. Den bin ich jetzt einfach mit ganz feinem Sandpapier zu Leibe gerückt und habe ihn einfach abgeschmirgelt, da ein paar Mal durchgezogen. Und es ist es so gräulich und ganz matt. Und so ist es gut. Und wie findet ihr das? Mir gefällt es mit dem Reseda Grün hier richtig, richtig gut. Das war eine schöne Idee. Das bringt richtig Leben noch in die Drehbühne, weil es halt wirklich eine richtige Farbe ist und nicht nur grau. Jetzt möchte ich noch ein paar rostige Stellen und Flecken anbringen. Nicht zu viel, aber ein wenig. Und da habe ich mir hier von Vallejo dieses Set besorgt: Rust Stain and Streaking, also Rost, Flecken und Streifen. Und das ist so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und das beinhaltet hier diese 8 Farben. Und ja, jetzt werden wir mal sehen, wie sich das verarbeiten lässt. Ich habe es jetzt nicht probiert. Ich mache es jetzt direkt das erste Mal gleich auf die Brücke. Ich will das jetzt wissen. Also wünscht mir viel Glück. In der Anleitung steht drin, ganz am Anfang, man fängt an, so ein paar dunkle Rostflecken zu setzen. Und um das noch besser zu machen, sollte man oder könnte man mit einer hellen Farbe beginnen. Da haben die eine Deck 10, die nicht in diesem Set drin ist. Die habe ich jetzt auch nicht. Dieses Deck 10 ist so ein helles Beige-Grau. Aber ich habe hier eine Farbe aus einem anderen Set, irakischer Sand. Und da sage ich mal, das könnte man jetzt mit dazu hernehmen. Und das werde ich auch tun. Und ja. Ab ins Abenteuer. So, das ist das aufgefaltete Faltblatt mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung. Es ist leider nur zweisprachig, Englisch und Spanisch. Sonst ist alles schön bebildert und auch mit relativ kurzen Texten erklärt. Ich habe mir das wieder der Leichtigkeit halber übersetzt am PC ins Deutsche.
Und jetzt werde ich mal die Schritte da durchgehen. Ich würde vorschlagen, ich mache mal einen Schritt und zeige euch dann das Resultat. So, jetzt habe ich hier im ersten Schritt mit dem Iraq Sand überall da so ein paar Flecken aufgebracht, wo es dann Roststellen abgeblätterte Farbe geben soll. So. Ich hoffe, es ist nicht zu viel. In den Ecken unten, wo sich das Wasser sammeln kann, ein paar am Geländer, auch innen am Geländer. Und an all diese Stellen jetzt kommt jetzt obendrauf der nächste Farbton. Und das ist jetzt hier Sea Black Brown. Kommt jetzt überall auf diese hellen Stellen drauf. Und zwar eben noch schmaler, so dass die helle Farbe rundherum immer noch so zu sehen ist. Da ist das Ergebnis des zweiten Schrittes. Das Sea Black Brown auf die hellen Stellen drüber gemalt und so, dass man noch Ränder sieht von den hellen Stellen. Und man kann jetzt schon erahnen, wie das wirkt mit den abgeplatzten Farbflächen. Das sieht gar nicht schlecht aus. Aber, jetzt kommt das große Aber, das ist mir hier viel zu viel. Da habe ich mich völlig verkalkuliert. Das gefällt mir nicht, weil das einfach zu runzig aussieht. Das wollte ich gar nicht. Und jetzt zahle ich das Lehrgeld, was ich nicht zahlen wollte, gleich hier losmachen, ohne probieren. Ich werde jetzt einfach die Brücke nochmal grün überpinseln und von Null anfangen. So, und da werde ich kleinere Flecken machen. Ich habe schon mit einem 1er Pinsel gearbeitet, ich habe noch irgendwo einen 0er Pinsel, also ganz dünne Stellen, nur weniger Stellen, dünnere Stellen. Und abgeblättert soll die Bühne nicht aussehen, habe ich mir nicht vorgestellt. Alles klar. So, jetzt haben wir die Brücke wieder schön grün. Alles nochmal überpinselt und wieder auf Null zurückgesetzt. Also wieder erster Schritt mit diesem hellen Beige. Mache ich jetzt wieder die Flecken dahin, aber viel, viel kleiner. Und ich versuche das wieder per Zufall zu machen. Und ich hoffe, das haut diesmal hin. So sieht das jetzt aus. Also einfach jetzt solche Flecken gesetzt, ein bisschen, ja, jetzt mal nach gut dünken. Viel, viel, viel weniger und viel, viel feingliedriger, als das natürlich jetzt beim ersten Durchgang war, der ja völlig in die Hose gegangen ist. So, jetzt kommt als nächstes das Schokoladenbraun dran und ich mache nun überall da, wo ich die beigen Flecken hatte, kleinere braune Flecken drauf. Also eigentlich nur Punkte. So, und das sind dann schon, wäre dann quasi schon das blanke Metall, das verrostete unten drunter, wo die Farbe ganz ab ist. Ich extra noch so einen ganz, ganz dünnen Pinsel hier. In die Kamera halten. Ah, da ist er. Ich glaube, es ist die Größe 1, ist das Marder-Haarpinsel. So. Tupfen wir da ganz kleine braune Punkte drauf, dass immer noch ein bisschen was von dem Beige rundherum zu sehen ist. Und Leute, ich merke gerade, meine Bastelbrille ist gefragt. Die ist echt der Knaller. Ist das scharf. Das ist gleich ein ganz anderes Arbeiten.
So, jetzt habe ich alle beigen Flecken auf der grünen Fläche hier mit dunkelbraunen inneren Fleckchen versehen. Soll ja so wie so ein bisschen Rostpickel aussehen, über alles was dran. Auch am Geländer habe ich dann so ganz leicht Flecken dran gemacht oder hier an den Pfosten hier unten. So, ich hoffe, das ist so okay. Ich bin jetzt noch ganz zufrieden. Ich wollte ja nicht zu viel Alterung haben, aber es wird es doch schon so ein bisschen rostig. Aber ja, ich habe mir jetzt überlegt, das ist halt die ältere, ist halt schon eine alte Drehbühne. Ich glaube, dass es im Endeffekt schon ganz gut wird. Hier an den Drehgestellen habe ich auch braune Rostflecken gesetzt, ohne nochmal helle Farbe drunter zu machen, weil das Grau ist ja schon relativ hell. Und die helle Farbe drunter war ja auch optional. So, die ist ja im Set gar nicht mit dabei. So, im nächsten Arbeitsschritt wird jetzt hier mit diesen zwei hellen Farben gearbeitet. Das ist Orange Brown und Orange Rust. Und die Farben werden jetzt auf die braunen abgeplatzten Stellen wiederum jetzt aufgetragen. Und quasi, jetzt wird auf die abgeplatzten Stellen der Rost gebracht. So. Und dann verblenden wir aber gleich, also so nennen die das ein bisschen mit Wasser verdünnen noch und so ein bisschen schon so nach unten malen, so, also Lauf, so na, Fließspuren. So Fließspuren reinmachen. Gehe ich jetzt hier von Abteilung zu Abteilung. So, jetzt kommt nochmal die Farbe Orange Rust zum Einsatz und auch Orange Brown. Und die werden jetzt nochmal verdünnt und dann quasi wie so ein Wash hier drauf gebracht auf die Flächen, dass es so nach unten läuft und da, wo das Wasser halt stehen bleiben kann, da wird es dann Rostbildung, also sich absetzen. Davor mache ich noch so ein bisschen, auch mit der dünneren Farbe hier, noch so ein bisschen Laufspuren anbringen. So die Feuchtigkeitsspuren, die jetzt über die Roststellen hier, über die abgeplatzten Farbenstellen nach unten laufen. So Leute, und jetzt habe ich es, glaube ich, übertrieben. Jetzt habe ich ganz schön hier gerostet.
Aber es hat sich einfach so entwickelt. Ich bin jetzt hier auch nochmal mit dem Dark Rust drüber gegangen. Und ihr seht, die Pünktchen sind ein bisschen größer, dafür weniger. Ich habe das nochmal überarbeitet. Also nicht nochmal grün gemacht, sondern es ist alles nur mit den Rostfarben jetzt in mehreren Schichten und hier auf die Kanten laufen lassen mit einem dünnen Wasch, also relativ dünnen Wasch und habe es austrocknen lassen. Also alles mit dem Föhn gemacht, damit es ein bisschen beschleunigt. Und mir gefällt es jetzt richtig gut. Auch das Geländer habe ich hier an vielen Stellen bisschen ganz schön rosten lassen. Und ja, ich habe jetzt schon eine Geschichte dazu. Es ist ja nun viel rostiger, als ich es haben wollte ursprünglich, aber es passt zur Drehscheibengrube, würde ich sagen. Und schauen wir mal, wenn es fertig ist. Und ich habe eine Geschichte dazu. Das erzähle ich euch dann am Ende des Filmes. Dann habe ich die Drehgestelle auch mitgerostet. Und das gefällt mir jetzt nicht ganz so. Ich hatte mir überlegt, dass ich ja gesagt habe, dass hier durch das Öl und Kohle und alles so ziemlich schwarz und dunkel und verölt ist und so. Ich glaube, ich mache die Drehgestelle jetzt nachträglich noch in dem Dunkelgrau. Vielleicht so ein dickes Wasch machen und mal drüber gehen, aber so hellgrau werde ich es, glaube ich, doch nicht lassen. Das probiere ich jetzt mal einfach. Und was mir noch aufgefallen ist, was ich hätte machen sollen, ganz am Anfang vor dem Einbauen, ich hätte die Räder behandeln sollen. Die sind ja jetzt nur schön schwarz glänzend. Ich hätte die einfach mit einem Schleifpapier schon matt machen sollen, hätte sie noch behandeln können. Was ich jetzt habe gemacht, ist, ich habe jetzt noch die Laufflächen abgeschliffen mit einem ganz kleinen Schleifpapier. So, das ging jetzt noch, aber die Seiten ist jetzt zu bearbeiten, es hat nicht so funktioniert. Und das sieht man auch nicht ganz so viel davon, wenn es dann einmal in der Drehgrube drin ist und mal schauen. Und deswegen denke ich, wenn ich das auch jetzt dunkel mache, die Drehgestelle, dann fällt das Rad noch weniger im Kontrast auf. Ja. Aber zwischendurch kümmern wir uns erstmal um das Wellblechdach, das ich in der gleichen Art und Weise behandelt habe. So, jetzt habe ich hier so ein bisschen rumgemalt und rumgetupft mit den zwei Rosttönen. Und jetzt kommt nochmal der Rostton Orange Rust zum Einsatz. Und der ist ja schon dünn, weil es ist jetzt eine Model Air Farbe, also für Airbrush gedacht. Der ist schon viel dünner als die Model Color Farben, aber ist jetzt nochmal mit Wasser verdünnt. Und jetzt lasse ich hier das mal so reinlaufen. Weil das soll jetzt sich so ein bisschen so sammeln, wie es halt so die Laufrichtung hat, wenn das Wasser da lang läuft. Und jetzt wird sich das da unten ein bisschen sammeln da. Dann läuft es jetzt zwar runter vom Dach, aber das lasse ich jetzt mal so hier drin trocknen. Und das ist jetzt das Ergebnis vom Wellblechdach. Ich bin jetzt in der gleichen Art und Weise wie eben. Nochmal mit dem Dark Rust dran gegangen, weil der Rost sah einfach zu frisch aus. Die hellen Farbtöne implizieren ja einen relativ frischen Rost und je älter der Rost ist, desto dunkler wird er ja auch. Und da bin ich nochmal genau mit so einem Wasch drüber, habe das hier so reinlaufen lassen, die Ritzen und so ein bisschen mit dem Pinsel drüber gemalt. Und jetzt finde ich das ganz schön, jetzt gefällt mir das. Machen wir mal weiter, Drehgestelle. So, die Drehgestelle habe ich mit diesem dicken Wash aus Dark Gray eingestrichen und das sieht ganz gut aus, weil die doch so ein bisschen noch der Rost durchguckt, den ich da drauf gemacht hatte. Und das wirkt ganz gut, dass es nicht so homogen schwarz ist. Ich habe sogar noch einen Weg gefunden, die Räder zu behandeln. Also hier funktioniert es. Einfach Pinsel dran halten und drehen. Habe ich jetzt das German Sea Black Brown. Ich habe jetzt vor, die Räder einzustreichen. Damit werden sie ja automatisch matt. Und dann auch ein bisschen mit Rost zu versehen, so wie Eisenbahnräder halt aussehen. Aber so dunkler Rost, nicht so hell.
Ja, mal gucken. Und hier oben drauf kriegt man es auch hin. Fläche. So, das ist eine coole Idee, dass das jetzt hier so funktioniert. Das finde ich gut. So ist noch. So, nächste Schicht Rost drauf. Jetzt habe ich einen helleren genommen. Ich weiß jetzt gar nicht genau welchen. Aber eins von den helleren Farbtönen. Dann hier mit einem trockenen Pinsel nochmal. So, ich bin ja jetzt selber total geflasht, dass ich noch hier im eingebauten Zustand aus diesen seidenglänzenden Plastikscheibchen tonnenschwere rostige Eisenräder gemacht habe. Ja, der Hammer. Sieht super aus. So, heute gibt es wieder mal was zu kleben, ein paar Kleinigkeiten. Die Maschine würde ich heute aufkleben auf die Brücke und hier die kleinen Abdeckplatten hier für die Radläufe an allen vier Ecken. So, bevor wir zum Aufkleben kommen, wollte ich euch nochmal die kleine Maschine hier zeigen, die die Drehscheibe antreibt. Klein und verwittert, ist ja auch kein Wunder. Die ist zwar unter ihrem kleinen Dächel, aber wenn es dann draußen stürmt und regnet, ist es natürlich kein Schutz. Ja, hier seht ihr diese Schwungscheibe mit der Kurbel dran. Und da habe ich, schaut mal, auf dieser Seite hier einen schönen metallischen Glanz drauf bekommen, wie so eine alte Stahlscheibe, die zwar nicht richtig rostet, aber schon so verwittert ist. Und wie habe ich diesen metallischen Glanz da drauf bekommen? So, nun, ich habe hier Bleistift. Und zwar ein Bleistift, ein Graphitstift, der nur aus Mine besteht. Also der ganze Stift ist eine einzige Mine und außen einfach mit Klarlack lackiert. Da gibt es dann auch hier so einen speziellen Metallspitzer dazu. Und mit dem habe ich hier ganz einfach die Fläche behandelt. Das wollte ich euch mal zeigen. Das fand ich ist echt super. Einfach hier so drüber gerieben. Und wenn man das dann noch ein bisschen mit dem Finger so verreibt, das geht ja, dann kriegt man diesen schönen eisenmäßigen Glanz drauf. Geht das ein bisschen doof hier vor uns bei der anderen Scheibe, wenn wir schön am Tisch sitzen, das ganz genau macht und jetzt hier im Stehen vor der Kamera. Aber zum Zeigen geht's. Wirkt echt cool. So, jetzt kleben wir mal die Teile auf die Bühne drauf.
So, jetzt bin ich halt so am Altern dran und gerostet ist es genug, aber jetzt muss ich es noch ein bisschen abpudern mit Natural Iron Oxide. Ja, ich kann das jetzt nicht so leuchten lassen, das Grün. Ich mag das Grün total, deswegen habe ich es mir besorgt. Aber jetzt muss hier unter der Drehbühne muss das dunkler sein, weil da fließt der Dreck runter von oben. So, ich muss hier ein bisschen dunkler werden, einfach ein bisschen. Aber das Reseda Grün wird noch zum Einsatz kommen bei mir auf der Anlage, wo es dann weniger verwittert ist und wo es dann schöner leuchten wird. Darf leuchten. Auf zum Endspurt, würde ich mal sagen. Wir müssen langsam zum Abschluss kommen. Ich habe mal hier ein frisches Tischtuch aufgelegt für die letzten Arbeitsschritte. Ja, Schärfe. Das ist das Ergebnis. Ich würde mal sagen, diese Alterung ist eskaliert. Ich habe halt noch nicht die große Erfahrung. Also große, ich habe da noch keine Erfahrung, wann man aufhören muss. Ich glaube, es geht noch viel, viel krasser. Aber dafür, dass ich es nicht so alt haben wollte, ist es jetzt ziemlich alt geworden. Aber es ist irgendwie cool, dass das so wirkt, wie es wirkt. Wahnsinn. Und das passt jetzt schon. Ich bin wirklich happy, muss ich sagen. Für mein Erstlingswerk. Na, nochmal die Schärfe reinholen. Ja. Jetzt fehlt nur noch das Schienenbrettchen. Ist ja quasi fertig. Auch alles schön matt und dunkel. Ich möchte jetzt aber doch noch hier einen öligen Glanz drauf haben. So einen ganz, ganz leichten Glanz. Ich habe das ja hier mit dem Sea Black Brown noch stark graniert. So würde ich es mal nennen. Und da gibt es so wie so einen leichten, bronzemäßigen Glanz. Kann man, glaube ich, ganz gut sehen in der Mitte. Das finde ich ganz nett. Das ist auch so an den kleinen Eisen hier so hängen geblieben. Finde ich gut, dass das so leicht abhebt, dass das durch das Granieren so einen leichten Glanz behalten hat, während das Schwarz, das Grau drunter, das ist matt. Also ein bisschen mehr öligen Glanz braucht das Ganze. Und dann nehme ich hier meinen Graphitstift zur Hand und da gehe ich schon mal jetzt hier über die kleinen Platten oder über die Platten drüber hier am Rand. Ah, kommt schon. Da kann man schon sehen. Ah, es kommt gut. Die große auch noch hier in der Mitte. Ach, das finde ich klasse, das gefällt mir. Kommt so eine Struktur hier raus. Vor allen Dingen auch, wenn man hier an den Kanten lang fährt, da kriegen die so ein richtiges Highlight. Das sieht echt gut aus. Also mir gefällt's. Wenn ich jetzt hier, ich bin der Mann mit dem schwarzen Daumen. Wenn ich jetzt hier richtig reibe, kriege ich auch in die Mitte noch so ein ganz leichten. Ganz leichten Glanz, wollte ich sagen. Abgestorben auf halbem Satz. Hier probieren wir mal was. Können wir hier so schön abhobeln.
voll der Graphitstaub hier. Und jetzt? Ah, das kommt gar nicht schlecht. Das sieht so ein bisschen glänzig schmottrig aus, das finde ich cool. Hey, guckt mal hier, das wirkt gar nicht so schlecht. Schon so ein bisschen so ein öliger Glanz. So, das mache ich jetzt hier außen am Rand auch noch so ein bisschen. Und vielleicht dann auch noch auf den Holzbohlen von den Laufstegen an der Brücke. Jetzt habe ich mir meine ganze schöne frische Tischdecke wieder eingesaut, aber egal. Ich bin happy, das ist genauso geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Schaut mal hier, so ein richtiger, schöner, schwärzlich-öliger Glanz. Dank meines Platinfingers. Dieser kleine Glanz, dieser leichte an diesen Kanten von den kleinen eisernen Schrauben. Ach, ist das Hammer. Finde ich klasse. Kohliger, öliger, schwärzlicher Glanz. Super. Und bei der Drehbühne, bei den Laufstegen genauso. Die sehen jetzt hier auf meinem Display, auf dem kleinen von der Kamera, bräunlicher aus. Die wirken in echt schwärzlich bräunlicher. Und haben jetzt auch diesen Glanz, wie ich es mir vorstelle. Wenn man die ganze Zeit daneben läuft von den Loks und so, man hat dieses Öl-Wasser-Gemisch, dann müssen die Planken auch leicht glänzen. Die können dann nicht ganz matt sein wie an einem ausgetrockneten Bootssteg. Ach, ist das super geworden. Da habe ich auch gleich noch die anderen Teile hier. Die Enden bin ich mit den Fingern noch drüber. Und auch an den Radaufnahmen habe ich auch noch gleich mit dem Stift so ein bisschen graniert. Also hier bin ich so einfach lang gegangen. Und dann bekommen die Kanten ja so einen Glanz. Und dann wieder ein bisschen gewischt. Also es ist einfach sehr, sehr schön geworden. Ich bin total begeistert. Ja, da würde ich mal sagen, ich habe fertig. Die Drehbühne habe ich zusammengebaut mittlerweile, komplett. Es gab jetzt noch ein bisschen mal kurze Aufregung wegen der Drehscheibengrube. Ich hatte mir im Vorfeld überlegt, dass ich am Ende, also am Schluss, alles mal mit einem Klarlack, mit einem Mattlack überziehe, übersprühe. Da hatte ich mir hier auch von Vallejo Acrylic Matte Varnish geholt. Und hab dann aber überlegt, das beim Arbeiten braucht es eigentlich nicht. Ich dachte, okay, wenn man hier mit dem Finger drüber fährt, dann hast du halt mal ein bisschen schwarzes Pulver dran. Aber ja, es ist halt so. Zu guter Letzt habe ich mich entschieden, dass die Drehscheibenbühne wirklich kein Mattlack noch oben drüber bekommt. Die sieht super aus, so wie sie ist. Das, was matt ist, ist matt. Das, was glänzt, ist glänzend. So, das möchte ich ja nicht mehr matt haben. Und die Seitenteile, da wo der Rost ist, da hat man so einen ganz, ganz leichten Seitenglanz, wenn man das unter das Licht hält. Aber so, wenn es dann da hinten eingebaut ist, da sieht man gar nichts glänzen. Also da wirkt es komplett matt. Und dann langt das für mich auch zu, da möchte ich hier gar nichts drauf sprühen und noch vielleicht irgendwas noch verkleben oder ja, das macht man nicht. Aber ich hatte mich dann entschieden, hier einfach einmal drüber zu gehen. Und das habe ich auch gemacht und war dann erschrocken, wo es trocken war. Und zwar hat es hier irgend so einen Belag gegeben beim Trocknen, einen weißen, hier oben auf. Und ja, total seltsam. Ich habe vorher einen Test gemacht, hier auf der Platte, wo ich so viel Farbe drauf hatte. Hier die rechte Seite, super geworden alles. Herrlich, matt, gleichmäßig, hier waren auch so glänzige Stellen drauf. Super geworden. Und hier gibt es dann am Mauerwerk diesen weißen Belag. Jetzt habe ich gedacht, also ich habe getestet, es geht abzuwischen. Wenn man hier mit einem feuchten Schwammlappen drüber geht, lässt sich es abschwischen. Ganz einfach. Andererseits habe ich mir dann gedacht, ich habe doch vorhin gesprochen von Zufall, was die Natur so hervorbringt. Wie sieht es denn aus? Ein blühendes Mauerwerk.
Sowas kommt auch alle Nase lang vor. Ein altes Mauerwerk, wo irgendwas rausblüht. Dann dachte ich mir, okay, dann soll es vielleicht so sein. Dann passt es ja die Drehscheibengrube noch besser zu der verrosteten Drehscheibenbühne. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht lasse ich es einfach. Ich kann es mir, jetzt habe ich es hier schon abgemacht an der Seite, aber ich kann es mir hindrehen, wie ich möchte. Also auf die Sichtfläche, hier ist ein bisschen viel, hier ist es weniger. Dann, ich würde sagen, ich lasse das einfach mal. Also in der Ecke drin, der weiße Strich, das muss weg. Mit schwarzem Pulver, mit Pigmenten. Aber die Mauersteine selber, besser hätte ich es mir gar nicht ausdenken können. Da nehme ich jetzt einfach mal den Meister Zufall und lass ihn mal machen. Dann sollte das Mauerwerk halt ausblühen. Aber seltsam ist das schon, dass dieser Belag da entstanden ist während des Trocknungsprozesses. Das sah nach dem Einsprühen alles ganz okay aus. Ich habe es in der Garage liegen lassen. Temperatur waren ja auch angenehm heute, knapp über 20 Grad oder deutlich über 20 Grad. Und ja, vielleicht hat es jemand von euch auch schon gehabt, dieses Phänomen oder weißen Grund dafür, und es ist gar kein Phänomen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Das würde mich interessieren und andere vielleicht auch. Jo, jetzt würde ich sagen, ich montiere die Motorhalterung wieder an und dann vereinen wir die Drehscheibenbühne mit der Drehscheibengrube wieder. Wie heißt denn das? Hochzeit, so wie beim Auto mit dem Motor? Keine Ahnung. Endlich ist es soweit. Drehscheibengrube und Drehscheibenbühne kommen wieder zusammen. Jetzt hätte ich fast noch die beiden ausziehbaren Stangen vergessen, mit deren Hilfe man die Drehbühne von Hand bewegen kann. So, und zum Schluss präsentiere ich euch mein Meisterwerk jetzt nochmal unter freiem Himmel im abendlichen Tageslicht, weil es nochmal eine ganz andere noch einen ganz anderen Eindruck gibt und dann noch mal kurz eingebaut in der Anlage.
So, haben wir es gepackt. Die Quadrilogie des Drehscheibenbaus ist an ihrem Ende angelangt. Und ich muss euch sagen, das hat mir riesen Spaß gemacht. Jetzt vor allem die letzten beiden Teile, wo es hier ums Kolorieren und Altern ging. Das erste Mal bin ich mit diesen Farben in Berührung gekommen, habe die Techniken angewandt, mich überhaupt dieses Mal tiefer mit dem Thema Alterung auch beschäftigt. Und ich muss euch sagen, das macht richtig Lust auf mehr. Ich freue mich schon wahnsinnig, wenn es hier weitergeht, wenn Landschaft gebaut wird, wenn ich Häuser anfange zu bauen. Also da habe ich eine richtig schöne und hoffentlich lange Zeit vor mir und ich hoffe, ihr begleitet mich ein Stück des Weges. Jo, dann wollen wir mal den Film nicht unnötig in die Länge ziehen, aber ich habe noch ganz zum Schluss einen Tipp für euch. Wenn ihr euch für so Null-Spur-Null-Anlagen interessiert, dann seid ihr bestimmt schon mal über den Kanal Nullbahner vom Christopher gestolpert. Wenn nicht, dann guckt da mal unbedingt rein. Der Christopher ist ein ganz netter, so wie ich. Christopher baut auch im Keller, so wie ich. Allerdings ein bisschen größer und seine Anlage geht rundum. Er kann also im Kreis fahren. Und der Christopher, der hat sich nämlich den gleichen Kitwood Hill Drehscheibenbausatz zugelegt, wie ich hier habe. Und der hat viel später mit Bauen begonnen, hat mich aber locker überholt und ist jetzt auch schon fertig geworden. Und er präsentiert gerade in seinem Kanal sein Ergebnis. Stopp, hier ist die Stimme aus der Regie. Der Experte zeigt gleich in die falsche Ecke. Also deshalb müssen wir schnell mal das Video spiegeln, nicht wundern. Ich verlinke euch mal das Filmchen hier oben, wenn ich es schaffe. Und da könnt ihr mal schauen, wie der gleiche Drehscheibenbausatz mit einem anderen kreativen Ansatz zu einem tollen Ergebnis kommt. Ich finde das total faszinierend, wie man eben gleiche Dinge verschieden umgesetzt auch ein tolles, kreatives, verschiedenes Ergebnis ergibt. Jetzt habe ich mich total verzettelt in diesem Satz. Aber deswegen werde ich diesen Take nicht nochmal aufnehmen. Also schaut rein beim Christopher. Christopher, sei mir gegrüßt. Und wir machen jetzt wirklich Schluss hier. Jetzt ist die Sommerzeit. Ich wünsche euch viel Spaß im Urlaub und im Sommer und beim Modellbahnbau. Ich werde wahrscheinlich keine Sommerpause machen, weil ich viel zu langsam vorankomme. Wenn ich Bock habe, mache ich den nächsten Film. Mal schauen, wie es weitergeht. Jedenfalls, ihr seid dabei, hoffe ich. Bis dahin, gehabt euch wohl und ciao.